fish I go in. Ja, ich weiß nicht, ob da noch Workshop-TeilnehmerInnen draußen stehen. Ansonsten warte ich noch kurz, bis alle sich gesetzt haben. Und dann möchte ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Zu Beginn. Also, ich arbeite unter anderem auch am Theater. Und da haben wir eine Produktion gehabt und hatten einen musikalischen Leiter. Und dann hat jemand mal seine Noten vergessen zur Probe. Und dann schaut er so in seine Tasche, kommt so rein und sagt so, fuck. Signal wird alles still. Und mein musikalischer Leiter so, fuck, ihr sagt immer fuck. Ficken heißt das, aber das traut sich ja keiner zu sagen. Vor allem nicht auf der Bühne. Ich so, weißt du, ich sag so oft ficken auf der Bühne, wie du willst. Und er so, ja du? Du bist auch ein verdorbenes Luder. Habe ich gedacht, das ist richtig. Und ich habe zu Anfang einen Text über Sexualmoral mitgebracht, der heißt Rumpfen. Frauen machen sowas normalerweise nicht. Da sind sie sich ausnahmsweise mal einig, ob sonst ganz fort oder rückschrittig. Sowas macht man normalerweise nicht. Also ehrlich, ich meine, wie kämen wir denn da auch hin, wenn da eine Gefallen dran fängt? Am einvernehmlichen Ficken und Lecken und Finger in andere Leute Öffnungen stecken, sowas macht man normalerweise nicht. Da ist man sich in der Regel zu schade. Nur ausnahmsweise macht man das. Also wenn man betrunken ist, ganz arg, und dann kichert man dämlich danach und sagt, also ich mach sowas normalerweise nicht. Meine Fresse, ich weiß nicht, ob ihr das ernst meint, aber ich mach sowas regelmäßig und schäme mich so gar nicht dafür. Kennt ihr Sartre, ja? Lest nochmal nach, dann versteht ihr vielleicht, dass es euer normalerweise nicht gibt, weil ihr euer normalerweise bestimmt, weil wir verurteilt sind zur Freiheit. Wir schreiben das Jahr 2019 und ich sehe Menschen mit Komplexen so groß wie Hochhäuser, denen man ansieht, dass sie brüchig sind, und trotzdem lässt niemand los, niemand sprengt, was seit Jahrhunderten am Turm der starren Erwartungen hängt. Wir stecken in Strukturen und wir stecken in Regeln, die wir selbst erfinden, uns auferlegen, einprägen, bis zum Erbrechen einreden, gerade so, als seien es göttliche Gesetze. Wir betreiben gegen unsere Bedürfnisse Hetze, obwohl wir aufgeklärt sind und Agnostiker sind oder rheinisch-katholisch oder Atheisten. Aber es gibt Regeln, sagt das Narrativ. Du musst danach leben, sagt das Kollektiv. Alle müssen die eine große Liebe wollen und Kinder und Häuser mit Garten. Alle müssen Sex haben wollen, aber bitte in dem und dem Rahmen. Und weibliche Menschen müssen nach Sicherheit streben, und bei männlichen Menschen müssen Geschlechtsteile stehen, sonst gibt's ein Problem. Ich möchte meine Stimme erheben für Asexuelle und für Frauen, die rumficken. Ich möchte eine Lanze brechen für erektile Dysfunktion. Weil man die Vorstellung, zum Sex bräuchte es einen steifen Penis, so im Alter von 12 Jahren auch mal überwunden haben sollte. Und weil Männer, die mal keinen hochkriegen, oft so aussehen, als hätten sie versagt, als würde ihr Körper einem das schulden. Aber mein Freund, du und dein Körper, ihr schuldet mir gar nichts. Das hier ist eine Bettgeschichte und kein Insolvenzverfahren. Ich möchte, dass Schlampe kein Schimpfwort mehr ist und queere Beziehungen wertgeschätzt werden und Menschen sich nicht in Schablonen pressen, sondern sich staunend und frei selbst ausprobieren, jede Verrücktheit und jeden Kink an sich lieben. Weil nichts einfach ist im Leben, schon gar nicht die menschliche Sexualität. Und weil nichts daran falsch sein kann, solange es allen Beteiligten gut damit geht. Sartre sagt, zuerst ist der Mensch, dann definiert er sich. Und da, wo wir stehen, liegen Bilder auf dem Tisch, die ich nicht tragen kann. In einer Welt, die in Heiligen und Huren unterscheidet, bin ich von mir aus die Hure.
In einer Welt aus harten Typen und weichen Verlierern nehme ich den Verlierer mit und aus Hure und Loser wird Mensch und Mensch und dann tun wir die Dinge, die man nicht tut und lassen das, was sein muss, sein und sind verurteilt zur Freiheit und Heilen. Beschäftige mich viel mit feministischen Themen und ich habe da zu ganz verschiedenen Aspekten Texte geschrieben. Und einmal hat mich das Frauenhaus in Troisdorf angeschrieben und gesagt, wir haben ein Jubiläum und wir würden gerne da einen Text von dir haben. Und dann habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, wie das ist und drei Perspektiven gefunden. Die Perspektive der Frauen, die ins Frauenhaus gehen, die Perspektive ihrer Kinder und die Perspektive der Menschen, die da arbeiten. Und darüber habe ich einen Text geschrieben. Die menschliche Hand ist ein komplexes Organ. Aus 27 Knochen gebildet, 33 Muskeln, die arbeiten. Ein opponierbarer Daumen, der die Freiheit gibt, etwas anzufassen. Und 17.000 Fühlkörperchen, die spüren lassen. 1. Greifen. Greifen, dieses Greifen und Reißen und Greifen, ohne dass es was zu greifen gibt. Und dann dieses Ausholen mit dem gegriffenen Nichts, was dann irgendwie wehtut. Wieder wehtut. Wieder ins Nichts gegriffen, wieder nichts begriffen. Sie begreift, dass sie gehen muss und greift nach dem Wichtigsten. Während er gerade nicht greifbar ist, weil er den Mantel griff, um den Becher zu greifen in der Kneipe. Sie ist angegriffen. Von greifenden Kissen beim gegriffen werden, weil er sich vergreift. Die Würde vergriffen wie Socken auf dem Wühltisch. Er greift sie die Flucht von Angst ergriffen. Er könnte noch eingreifen, er könnte noch zugreifen, während sie schon den Tür griff. Erstaunlich griffig erscheint der Gedanke. Das Kind und die Reisetasche im Griff, das jetzt Mut um sich greift. Statt des schlechten Gewissens. 2. Halten. Halten, das Bild in der Halterung, die das Gesicht von Papa hält, es erhält sein Gesicht. Er hat es zwar behalten, trotz der Vorbehalte, was er sich alles vorhält. Seit Mama das Bild nicht mehr einbehält, weil er haltlos weint, weil er es nicht aushält. Dabei wollten sie doch zusammenhalten. Geheimnisse behält man für sich, wo man sich aufhält. Zum Beispiel. Halten. Den Atem an und die Tränen zurück. Die Augen zugehalten, die Welt scheint angehalten, hier, wo alles fremd ist. Aber langsam und sicher sich gehalten fühlen im neuen Haushalt. Ein Halt, der ihn aufhält, wenn er fällt. Er sieht, wie Mama sich tapfer hält. Sie hält ihn im Arm, bis die Last von ihm abfällt. Jedes Mal. Das Haltbarkeitsdatum einer Kindheit läuft ab. Was das Leben danach bereithält, wird gerade erst haltbar gemacht. 3. Zeigen. Das Leben zeigt sich hier von der härtesten Seite. Ein Studium allein wird niemals ausreichen. Man kann sich hierauf nicht vorbereiten, aber reich an Erfahrungen stellen sich Weichen. Die Anzeigen schreiben, das Taschentuch reichen, den Müttern, den Kindern neue Wege aufzeigen. Es zeigen sich Fortschritte oft manchmal nicht. Hergezeigte Wunden reißen auf und verheilen. Er wird es ihr zeigen, sagt er beim Gespräch und zeigt seine Muskeln und seinen rechten Zeigefinger ihr ins Gesicht. Sie zeigt Geduld, zeigt ihm seine Grenzen, freundlich bestimmt, reicht ihm die Hand zum Abschied und zeigt ihm die Tür. Es reicht für diesen Moment. Sie zeigt ihre Arbeit von der besten Seite, den Entscheidungsträgern, um zu zeigen, warum es nicht reicht. Hunderte Frauen, für die es nicht reicht, denen sich keine Chancen aufzeigen. Geld gibt es reichlich. Es ist ein reiches Land, aber es zeigt Prioritäten. Die menschliche Hand ist ein komplexes Organ, aus 27 Knochen gebildet, 33 Muskeln, die arbeiten. Zeigen kann der Mensch von alleine, halten lernt er, nein, greifen kann der Mensch von alleine. Zeigen lernt er, halten kommt mit dem Bewusstsein. Aber laufen, laufen ist schwer, laufen ist Schmerz, zuerst bis man merkt, dass mit einiger Übung plötzlich die Landschaft vorbeifliegt, der Lärm verschwindet, der Atem zurückkehrt. Laufen auf
eigenen Beinen, die Füße im Leben, weil da plötzlich das Wissen um deinen ganzen Körper ist und deine ganze Würde und die Sehnsucht nach mehr und ein eigener Kopf und dein pumpendes Herz. Laufen. Auf eigenen Beinen. Die Füße im Leben und sich selbst in der Hand. Der nächste Text ist natürlich auch zum Thema Feminismus und Antifeminismus. Und ich muss sagen, manchmal können Frauen genauso antifeministisch sein wie Männer. Sogar oft und vor allem auch wunderbar sich selbst gegenüber. Ich finde das immer generell ein spannendes Phänomen, wenn man sich selber sabotiert und sich einfach Grundrechte, so wenn man die gar nicht so haben will. Und ich habe einen Text über eines dieser Grundrechte geschrieben, was wir schon lange haben. Und was immer noch ein Thema ist. Du sagst, das wird schon gehen. Und du warst viel unterwegs in letzter Zeit. Ich würde ja wissen, wie das ist. Ist schon okay, wenn man das dann mal vergisst, weil ja häufig auch Sonntag ist. Sowieso. Die eine klitzekleine Stimme, die du hast. Was ist das schon? Das ist doch nichts. Und dein Mann hat es ja gemacht. Im Vorhinein einfach per Brief. Du hättest ihn doch eh gefragt, wo er sein Kreuz hinsetzt und dann bestimmt nichts anderes gesagt. Ist nicht so schlimm, sagst du. Und vielleicht liegst du da richtig, wir sind schließlich wahlberechtigt und nicht wahlbepflichtigt. Und du reichst mir Schokokuchen, den wir selbst gebacken haben. Und ich nehme mir ein Stück und will gerade Danke sagen. Da merke ich ein Kribbeln irgendwo im Hinterkopf. Irgendwas will aus mir raus, was da in den Schläfen pocht. Frau, wach auf! Die Sturmglocke der Vernunft ist auf der ganzen Welt zu hören, schreit da plötzlich Olympe de Gouges aus meinem Mund. Jetzt ist da Stille zwischen uns, du schaust mich an, etwas verwirrt. Ich selbst weiß nicht genau, was gerade hier passiert. Ich will dir sagen, dass nicht ich es war, die diese Worte sprach. Da fährt erneut ein Satz in mich. Nicht das Lippenbekenntnis, nur das Leben und Handeln adelt und erhebt. Es ist Clara Zetkins Stimme, die durch meinen Mund nun sagt, was wir beide noch nicht glauben. Und ich wage gar nicht mehr von Neuem anzusetzen. Du fragst, wo kommt das her? Du merkst, das ist kein Scherz und uns wird ein wenig bange. Du versicherst, dass du das so sagst, bedeutet ja noch lange nicht. Du hättest kein Problem damit, was um dich herum geschieht. Aber dass ich was verändere, sei nichts, was an dir liegt. Schon wieder wird mir schwindelig. Es passiert zum dritten Mal. Der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn, stellt Irmtraut Morgner trocken klar. Jetzt funkelt es in deinen Augen, fast schon wütend fragst du mich, was es denn aus meiner Sicht noch alles zu machen gibt. Etwas irritiert dich und ich weiß, was dich bewegt, dass es offensichtlich wieder mal um Frauen geht. Du sagst, wir sind doch gleichgestellt, wir hätten doch die gleichen Rechte. Wem das nicht geläufig ist, dem hilft ein Blick in die Gesetze. Warum, fragst du mich, wie ich oft von Feminismus rede, gebt ihr nicht endlich Ruhe mit dem lästigen Gewese um Geschlechterunterschiede? Dass du nun mal weiblich bist, hieße nicht, dass diese Welt deine Stimme mehr vermisst als jene irgendeines Mannes. Auf einmal packt mich blinde Wut. Frauen, gebt nicht das Wichtigste auf, nämlich die Aufklärung, den Geist der Nachfrage, die Kritik. Rita Süßmuth. Und auf einmal wird mir klar, was vorher wie vergessen war. Die Geister, die ich zwar nicht rief, stellen mein Gewissen dar. Noch vor 100 Jahren war Wählen gehen männlich, das haben wir vergessen, heute ist es selbstverständlich. Da wiegt Bequemlichkeit tatsächlich mehr als Solidarität. Ich denke mir, das darf nicht sein, für uns ist es noch nicht zu spät. Wieder drängen in mir Worte, wollen schnell heraus zu dir. Je härter der Kampf war, je weiter der Weg, desto schwerer wiegt die Verantwortung für das erkämpfte Privileg. Spricht eine weitere Stimme aus mir. Es ist meine eigene. Geht doch, seufzen da die Geister großer Frauen und sie gehen raus aus meinem Hinterkopf. Ihre Worte bleiben stehen. Der Schokokuchen unberührt muss noch eine Weile warten, bis wir uns nach dem Erlebnis wieder ganz gesammelt haben. Und schweigend trägt sich jeder etwas in ihren Kalender ein. Die nächste Wahl, 2020. Es wird wieder ein Sonntag sein. Und egal, wie stark beschäftigt, das wird gehen, ist doch klar. Die ein bis zwei Spaziergänge zum Wahlbüro in einem Jahr. Diese Stimmen, die wir haben, sind Symbol für einen Kampf,
gegen Tausende von Jahren Unterdrückung, Not und Angst. Sie sind historischer Verdienst und ja, am Ende sind sie Pflicht für jede Frau, der ihre Freiheit auch nur im Ansatz wichtig ist. Ich finde es ja immer schön, wenn Frauen sich so gegenseitig empowern und ich finde, das ist sehr wichtig in einer Welt, wo Frauen ja vor allem immer darauf angesprochen werden, was gerade nicht so cool ist an ihnen. Finde ich das wichtig, dass wir den Spieß da einfach mal umdrehen. Und ich habe einen Text geschrieben, kennt ihr das, wenn man so einer Frau begegnet so, und man denkt sich so, ja, bring mich mal bitte nicht mit deiner Ausstrahlung um. Ich kenne so eine Frau, der ich einfach mal schreiben wollte, was ich über sie denke. Und der Text heißt, Dörte, du bist schön. Ich möchte dir einen arabischen Namen geben für diesen Text, weil die bedeuten, leuchtend wie Blumen oder weit wie das Meer. Dörte, du bist schön. Aber nicht, weil du blutjung bist. Man sagt, mit 25 ist das vorbei und du bist 43. Dörte, man sagt, Models sind schön, aber wie die bist du nicht. Du bist deutlicher als die und weicher und du bist realistisch. Dörte, du bist schön und das bedeutet, dass du leuchtest und man dir Angesicht in Angesicht fast ausweichen will. Weil die Festigkeit in deinem Blick punktgenau ins Herz reintrifft. Dörte, das ist witzig, weil normalerweise dichte ich verliebt mit solchen Worten und das ist es diesmal wirklich nicht. Aber du bist schön. Aber nicht, weil du so dünn bist. Man sagt, mit Kleidergröße 38 ist das vorbei und du trägst 42. Das ist sowieso egal. Aber bei dir vor allem, weil du dich magst und das mit einer Eleganz, die einzig ist. Dörte, du passt nicht in so ein Raster, in kein Klischee, weil du, Dörte, schön bist und du nichts auf diese Rolle gibst. Ein Bild, das Frauen nur in Ecken rückt, das gibt es für dich einfach nicht. Das ist für dich zu kleingeistig. Du hast zwei Kinder in die Welt gesetzt, aber definierst dich nicht dadurch, sondern mit deinen Töchtern. Deine Töchter sind wie du und Dörte, du bist schön. Ich möchte dir einen Pokal schmieden, weil Pokale zeugen ein Leben lang von großen Taten und Menschen wie du sind rar gesät. Dörte, du bist schön, weil du Vorbild bist, eigener Kopf, eigener Job natürlich. Du hieltest dich unabhängig ohne Probleme, im Zweifel immer noch dein eigener Chef. Du weißt, was Sache ist. Dir würde ich alles zutrauen. Dir würde ich per Handschlag diese Welt hergeben, dass du sie verwahrst. Dir würde ich Europa in die Hände legen, dass du was dran machen kannst. Du könntest was dran machen. Könntest Grenzanlagen einreißen, Menschenrechte festschreiben, würde man dich lassen, würdest du, da bin ich sicher, vieles einfach besser machen. Mitgefühl macht schön. Mit Kranken, Schwachen, Arbeitslosen und du, Dörte, kümmerst dich. Du stellst dich in vor Mengen und mit dir stehen die Dinge, die du sagst und stehen strahlend da und zeigen, Dörte, du bist schön, weil du klug bist. Ich teile nicht immer deine Meinung, aber immer hat sie ein Gerüst. Dein spitzer Mund, wenn jemand was sehr Dummes sagt, der blaue Blitz in deinen Augen. Jeder merkt dann seinen Mist, guckt runter, aber du drehst keine Messer um in Wunden. Du bist Souveränität, Kompetenz an sich. Du sprichst pointiert die Wut hinweg und alles nickt. Aufrichtigkeit spricht aus einem heraus, was du erzählst. Deine Liebe zu der Welt, zu deiner Familie, zu dem, was euch zusammenhält. Du und dein Mann, ihr seid ein schönes Paar, weil man sieht, dass ihr euch liebt, weil ihr euch unterstützt. Keine Ungleichheiten, kein Beschützen. Man muss dich nicht beschützen. Du bist stark. Ich möchte ein Porträt von dir malen. Das stelle ich in den Louvre zwischen Könige und Musen und als Untertext steht da, Dörte, du bist schön. Und das strahlt aus dir heraus. Dörte, du bist schön und das wirst du auch mit 70 sein. Dörte, du bist schön. Und du brauchst keinen Pokal, kein Porträt, keinen Bedeutungsnamen. Keine solche Wortwahl wie in diesem Text. Schöne Menschen scheinen oft unerreichbar, du bist greifbar, du bist echt. Und wärst du gerade hier, dann würdest du vielleicht ein bisschen rot sein und den Kopf schütteln, weil du dich bescheiden gibst. Das musst du nicht. Du weißt, dass du schön bist.
ich habe für eins dieser angesprochenen Kinder habe ich natürlich auch noch direkt einen Text geschrieben. Das andere ist ja vielleicht, das kriegt aber seinen Text auch noch. Also, es ist ein Text, der dazu aufrufen soll, sich politisch zu engagieren, junge Menschen. Und geht so. Als ich dich das letzte Mal vom Kindergarten holte, wir die Straßenbahn sahen und du dich freutest, weil es die mit der Spähwerbung in deiner Welt, die mit dem Fuchs war. Da sah ich deinen Mund an und er sagte, heb mich runter bitte, weil du standest schon wieder auf dem Holzpoller. Und ich nahm dich in den Arm und setzte dich sacht auf der Erde ab. Du grinstest, nahmst mich an der Hand und zogst mich durch den blassen Sommertag ins Innere des metallenen Schienenwagens, in dem die Gesichter der Menschen nach Winter aussahen. Deines nicht. Du bist Juna, warst noch für 6 Monate, 5 Jahre alt an diesem Tag. Und ich sah dich an und sah, wie groß du doch geworden warst. Und ich sah auf deinen Mund, der, lass uns Quatsch machen, sagte, der schon meine Ella liebe, Ella blöde, Ella und ich mag dich ausgesprochen hat, so viele Male. Und der mich jetzt, wo dein Kopf an meiner Schulter lag, fragte, können wir heute Mauer laufen? Und ich sagte, klar, und sagte, dass man eh viel öfter Mauer laufen sollte. Und du sagtest, ja, einmal am Tag. Und wir wurden uns einig, dass es Ärzte geben sollte, die einmal täglich Mauerlaufen verschreiben, weil das die Laune massiv besser macht. Und ich sah dich an und sah, wie groß du doch geworden warst. Und mir wurde klar, du wirst noch größer. Und auf einmal dachte ich, man wird dir schlimme Dinge sagen. Man wird dir Dinge sagen wie, bleib so, wie du bist. Obwohl du wachsen wirst, so innerlich. Juna, ich wünsche dir einmal mehr zu sein als eine Karikatur. Du hast ja immer gesagt, du wärst ja schon so groß wie ich. Ich habe dir gesagt, damit kannst du ruhig noch warten. Es war nicht die richtige Zeit, ein Teenager zu sein, als ich es war. Man brennt nicht mehr, man raucht nur noch, hat Sven Hensel einst gesagt. Aber auch das ist vorbei, es tut mir leid, Juna, aber die Jugend ist rauchfrei. Sie stinkt nicht mehr. Nicht nach Zigaretten, nicht nach Bier. Menschen wie Sven und mir tut das weh, aber nein. Nicht einmal nach wachen Nächten in Großstädten, nach ihrem Staub, nach ihren dunklen Ecken und dem heimlichen Fummeln subkultureller Weltentdecker. Es gibt sie nicht mehr. Oder nur noch als groteske Ausstellungsstücke, 2 pro Oberstufe maximal. Die Punks, Skins, Hip-Hopper und Hippies, die Gothics, die Popper, die Ökos, die unverbesserlichen Weltverbesserer. Die Jugend von heute riecht nach Shampoo. Sie ist sauber geworden, ein stiller Teich aus glatter Tugend, sie ist gut in der Schule. Sie schreibt ihr 1er-Abitur in H&M Designer Jeans aus aktueller Saison. Sie hört Deutschpop. Sie sagt, also ich sag mal so, ich will halt auch schon Sicherheit in meinem Leben haben. Die Jugend von heute ist nicht mehr jugendlich. Sie zelebriert nicht mehr den Leichtsinn, sie verbietet ihn sich. Sie macht es sich gemütlich in einer schrägen Kulisse aus Sinnsprüchen und freudlosem Massenkonsum. Die Renaissance des Spießertums, ein kleines, tödliches Biedermeier-Paradies. Sie schämt sich nicht zu sagen, dass sie CDU wählt. Unter Kohl geboren, mit Merkel groß geworden, sie sieht da kein Problem. Juna, ich hoffe, dass es dir einmal anders geht. Ich hoffe, dass du eine andere Generation erlebst als ich. Eine, die sich wehrt, die sich nicht zufrieden gibt. Nicht mit 16, verdammt nochmal. Du bist Juna, warst noch für 6 Monate, 5 Jahre alt an diesem Tag. Und ich sah dich an und sah, wie groß du doch geworden warst. Und mir wurde klar, du wirst noch größer. Und hoffentlich wirst du wachsen und dein Wachsen wird wehtun. Aber ich wünsche dir ganz viel Wut, um das Wut zu überstehen. Ich wünsche dir, dass du eine andere Generation erlebst als ich. Und ich wünsche dir, dass du auf ein Kind aufpasst, das so cool ist, wie du bist. Und dass es dich daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Zum Beispiel Mauerlaufen. Oder eine Lieblingsstraßenbahn haben. Oder die Welt verändern. Oder... Seit es diesen Text gibt, schon sehr viel optimistischer geworden, weil es gibt jetzt Fridays for Future und es gibt Greta Thunberg und es gibt eine ganz große Bewegung, die ich sehr gut finde. Ich sehe
trotzdem noch ist sehr in meiner Filterblase, in meinem Bewusstsein ist das alles sehr da und dann trete ich so aus meiner Filterblase heraus und sehe dann doch ganz viele Menschen, bei denen es noch gar nicht so angekommen ist. Und ich finde es generell immer spannend zu gucken, okay, wie ist mein Blick auf die Dinge und wie ist der Blick der anderen. Ein letzter Text dazu, wie man Kinder sehen kann, nämlich als wahnsinnige Belastung anscheinend, ne? Und wie man Frauen sehen kann als Menschen, die ganz tapfer sind, wenn sie diese Belastung auf sich nehmen. Der folgende Text ist über ein Lied, was ich gerne als das musikalische Mutterkreuz des 21. Jahrhunderts bezeichne. Geht so. Es ist Sonntag früh, ein ganz gewöhnlicher Morgen, mein Magen knurrt, ich will mir was zu essen besorgen, ich gehe in die Küche, schalte das Radio an, um in die Gänge zu kommen, und sogleich tönt es dann. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, lässt alles los, nur für das Gefühl. Schau in die Ferne, zähle langsam bis 10, dann kann ich dem Gedanken nicht länger widerstehen und ich schrei so laut ich kann gegen schwache Bässe. Max Giesinger, jetzt halt doch einfach mal den Mund! Denn dieses Lied ist viel mehr als nur Musikschrott, viel mehr als nur moderner und weinerlicher Deutschpop. Dieses Lied über Alleinerziehende, wo fange ich da an, ist nicht nur von einem jungen, kinderlosen Mann. Als würde es sich zu genüge Dekadenz verbreiten, versucht Giesinger die Herzen seiner Hörer zu erreichen, indem er der Frau, die er in seinem Lied beschreibt, eine dicke, fette Opferrolle zuteilt. Sie traut sich nicht auf Dates zu gehen, sie würde gerne reisen, aber beides kann sie nicht. Seltsam, will ich meinen. Und wie es wohl gelaufen wäre ohne Kinder, fragt sie sich. Der Tag lässt keine Pausen zu, ausruhen geht für sie nicht. Natürlich geht es ihr nicht gut. Sie möchte gern wer anders sein, sie wäre gern weit weg von hier. Sie wäre doch so gern befreit, weil sie nie Zeit hat für sich selber. Eine Frage, lieber Max. Was ist denn mit dem Vater, über den du einfach gar nichts sagst? Nimmt er seine Kinder nicht? Zahlt er den Unterhalt nicht richtig? Was ist das für ein Typ, der sich nicht kümmert? Ist es nichtig? Ist es nicht wichtig, warum die Frau sich so abarbeiten muss? Und was sind wir für ein Staat, der da nichts gegen tut? Nein, statt Armut durch Kinder als Problem darzustellen, nüllt zu Stereotypen über Radiowellen in die Ohren von Menschen, anstatt klarzustellen, dass wir als Gesellschaft die Umstände wählen, in denen Kinder groß und Menschen Eltern werden. In denen Mütter, die ihre Kinder gebären und verlassen werden, sich zurechtfinden müssen mit deinem Lied. Hat sich die Katze in den Schwanz gebissen. Statt weichgespülte Opferrollen zu katalysieren, könntest du mit Stil gegen einen Zustand rebellieren, der politisch ist und den man so behandeln muss. Was ist denn da die Botschaft hinter deinem Stuss? Mir platzt der Kragen, muss ich das vor Augen sehen? Eine Disco, junge Leute, die sich zur Musik bewegen und sie tanzen dort zu deinem Lied. Weil sie noch keine Kinder haben. Weißt du was? Das glaube ich nicht. Ich werde dir jetzt mal was sagen. Ich glaube an starke, unabhängige Frauen, die sich auch als Single-Mütter noch auf Dates trauen. Ich glaube, dass ein Zustand, wie in deinem Lied beschrieben, Haltung und Kritik verdient, weil wir sonst was verlieren. Weil es ein Opfer seiner Umstände nicht geben muss. Nicht hier. Entweder sagst du, Leute, das ist unser aller Bier und wir haben da Verantwortung. Oder sei halt still, wenn ich dein unpolitisches Genödel nicht mehr hören will. Und wenn du schweigst, dann bin ich glücklich, bis dir klar wird, was es bringt, als Künstler ein Werk zu erschaffen, das nicht vor Selbstgefallen stinkt. Vielen Dank und schönen Abend.